Hi, ich bin Kim von Thunderbike und ich stelle euch heute meine 95er Evo Sportster vor, die ich mit meinem Vater und dem ganzen Thunderbike-Team umgebaut habe für das Battle of the Kings bzw. King of Kings Projekt. Und ja, wir wollten eigentlich damit zur Punta Baña fahren und da halt auch die Bike Show mitmachen, natürlich auch in Farc und sämtliche andere Festivals. Aber dieses Jahr fällt das leider flach. Deswegen machen wir jetzt bei der No-Show-Bike-Show mit. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Fangen wir vorne an. Wir haben 21 Zoll Ironhead Vorderrad verbaut. Die Ironhead Gabel. Dann hat der Carsten viele Details, zum Beispiel hier vorne auch graviert. Genauso wie den Luftfilter. Ja, der Lenker, der kommt auch von uns. Genauso wie Details wie der Tachohalter, wo ein kleiner Moto-Gadget drin ist. Ich will ja auch sicher auf der Straße fahren. Den Tank, den haben wir bei uns auch gemacht. Das war ein kleiner Peanut-Tank, den haben wir geschmälert. Genauso wie der Luftfilter. Die Fußrasten sind bei uns gedreht. Der ganze Motor wurde mit Chromdeckeln überarbeitet. Und die Schwinge ist auch ein besonderes Highlight. Da sind circa 20 Teile dran, die wir alle miteinander verschweißt haben, so dass es ein komplettes, geiles, funktionierendes Teil ist. Und ja, der Auspuff war auch eine Prozedur. Auch die Deckelchen sind bei uns gemacht. Genauso wie das Heck mit der Sissy Bar und den integrierten Blinkern. Alles super geil. Und der Sitz, der kommt vom Jimmy Spirit Leather, ist auch mega geiler Sattel geworden, genauso wie der Lack von Chicos Pinstriping, auch super geil. Und falls ihr euch fragt, wie ich kuppel, das machen wir mit einer Fliehkupplung von Recluse. Und dazu haben wir halt einen richtig geilen Schalthebel bei uns auch in der CNC-Maschine machen lassen, auch aus dem Vollen, ein mega geiles Teil. Es macht mega viel Spaß, mit dem Bike zu fahren. Ich bin auch schon einige Kilometer gefahren bei dem Wetter jetzt und ich fahre jetzt auch weiter. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann. Schöne Grüße von dem ganzen Thunderbike-Team. Bis dann.